Ja, danke schön, danke schön. Ah, was für eine Stimmung hier, wie beim ESC, oder? Ah, sauber verkackt. Beim nächsten Mal sollten wir eigentlich die Amigos dahin schicken. Gibt zwar keine Punkte, aber ein Rentenbescheid ist ja auch nicht schlecht. Aber ich liebe Musik doch so. Ich bin doch so kulturbegeistert. Deshalb auch hier im ZDF, ist ja klar. Ich war sogar, letztens war ich sogar im Musical. Ganz abgefahrenes Musical in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Der König der Löwen. Es ist ein Musical, da geht es um einen Löwen. Ein junger Löwe im Wandel der Zeit. Aber das Ganze, die ganze Veranstaltung ist schon geil. Ich mit meiner Perle dahin nach Hamburg, so ins Hotel umziehen, dann runter Landungsbrücken. Man fährt ja schön mit der Fähre rüber zum Musical Dome. 5 Minuten Überfahrt. Bah. 3 Pilz, 2 Jägermeister. Ja. Und ich durfte mir auch was bestellen. Und das ist. Da sitzt du da. Nein, aber es hat was so im Musical. Du sitzt da, es ist schon gedimmtes Licht, leise Musik und so die ganze Atmosphäre. Da. Und dann geht das Licht aus, dann fängt das Musical an, der König da los. Salam adem. Lalu, lalu, lalu. Salam adem. Und dann waren wir ein bisschen enttäuscht. Wusstet ihr, dass das keine echten Tiere sind? Naja, mir ist schon klar, dass du nicht 20 Löwen auf die Bühne stellen kannst, aber so 2, 3. Selbst der Affe war nicht echt. Und dann der Name von dem Affen, Rafiki. Du kannst doch einen Affen nicht Rafiki nennen. Da sitzen auch Kinder im Publikum. Wir waren nicht begeistert. Dann auf der Rückfahrt haben wir noch das falsche Schiff erwischt. Plötzlich waren wir auf Helgoland. Das ist blöd gelaufen. Aber ich stehe so auf Musik und deshalb der ESC, das tut mir persönlich auch weh. Vielleicht müssen wir es mit Hip-Hop versuchen. Deutschland ist ja mittlerweile so ein Hip-Hop-Land, ja gerade so aus dem Schwäbischen. Schwaben-Rap, Fanta 4. Ah. Ich hab sogar hier im ZDF bei Wetten, das habe ich mal 50 Cent kennengelernt. Auf den Mann wurde 9-mal geschossen. Das ist Rap. Fanta 4, die gehen nicht mal bei Rot über die Ampel. Das ist wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr die Mitglieder alle kennt von Fanta 4. Thomas D. und SM Udo. Das ist. Ja, dafür habe ich auch länger gebraucht. Das ist. Ja. Das ist Schwabenrap! Hallo Thomas, alles klar? Ist es die da? Ist es die da? Ist es die da? Ist es... Wo du denkst, nein. Da ist keine. Alle weg, die singen ja auch selber. Jetzt ist sie weg. Weg! Ja, sicher ist die weg. Warum? Weil du ein Lappen bist. Das ist, ich meine. Wer tanzt denn so auf der Bühne? Ist doch kein Rap. Ne? Fehlt nur noch. Ich meine, guck dir die großen Rapper mal an. Ne? Jay-Z. Ne? I've got 99 problems, but a bitch ain't one. Also, ich habe 99 Probleme und eine deutsche Hausfrau ist kein. Oder nimm mal Snoop Dogg. Ne? Die große alte Frau des Hip-Hop. Der Motherfucker vor dem Herd. Ne? So cool, der raucht morgens vorm Aufstehen schon so eine Trompete. Ne? Und er snoo. Da! Er ist in der Halbzeitpause vom Super Bowl letztes Jahr aufgetreten. Er weiß es aber gar nicht. Das ist Hip-Hop. Das verlange ich von Hip-Hop. Aber, ich weiß nicht. Oder früher so Grandmaster Flash and the Furious 5. Der eine oder andere kennt ihn noch. Ne? On 42nd Street, looking for some action. Woman said it on the corner, sell it, satisfied. Too much. Too many people, too much. Too much, too many people, too much. So stelle ich mir eine Hustensaft-Werbung vor. Aber vielleicht sollten wir zum ESC einfach Udo Lindenberg schicken, oder?
Udo war immer da. Udo ist jetzt im Mai 76 geworden. Ja, auf den war immer verlassen. Und ich habe ihn noch mal gesehen, so auf der Bühne, im Stadion. Ne? Und wenn Udo auf die Bühne kommt, das ist ja schon eine Legende. Und er kommt so, weißt du, irgendwie und so. Immer schön hier Köln und so, weißt du, hier irgendwie. So. Ich meine, Opa nuschelt mittlerweile sehr. Ich habe viele Songs nur erkannt, weil das Publikum mitgesungen hat. Aber weißt du, es sind ja was, ne? Das, wie früher so Augsburger Puppenkiste, Blechbüchsenarmee. Hier, ne? Ich wusste gar nicht, dass es so viel Spaß macht. Weißt du, hier. Cello. Zwei wie wir, die dürfen sich nie verlieren. Hinterm Horizont ein neuer Tag. Hinter dein Horizont. Zusammen sind wir. Das mit uns geht so tief. Und zum Schluss singt er noch: Ich mach mein Ding. Und sein Pfleger denkt sich: Ja, morgen früh in die Bettpfanne, das ist klar. Ne? Udo, wir lieben dich, Udo!